So, hallo YouTube. Willkommen zurück in der Heimat. Willkommen zurück. Oh, Bremsen im Bergischen. Weil das hätten wir nicht geschafft, die Kollision mit dem LKW. Ja, willkommen zurück im Bergischen. Wir haben Schweine gekauft. Ich habe Schweine gekauft. Im zweiten Versuch, wohlgemerkt. Weil im ersten Versuch hat die Giants Engine sich verabschiedet. Hat gesagt, tschüss, hab keine Lust mehr. Jo, fand ich jetzt nicht so toll, aber glücklicherweise war das letzte Autospeicher noch nicht allzu lange her. Ich musste jetzt nicht wieder komplett bei Null anfangen. Aber wie ihr gleich im Hof sehen werdet, steht der Trecker jetzt nicht bereit mit der Sämaschine, wie wir in der letzten Folge abgestellt haben. Das habe ich nicht wieder so hingebaut, sondern ich habe dann quasi direkt wieder versucht, Schweinchen zu kaufen, was auch diesmal funktioniert hat. Ja, deswegen waren wir gerade bei der Agravis, haben da mal Schweinefutter gekauft, 14.000 Liter, wie ihr seht, was uns sage und schreibe 21.600 Euro gekostet hat. Also der Kontostand schmilzt dahin, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, mit 14.000 Liter Schweinefutter sollten wir eine Weile hinkommen. Hoffe ich. Ganz stark. Wir werden auf jeden Fall dann gleich wahrscheinlich noch zum Händler müssen und werden uns noch Ballen holen müssen, also Strohballen auf jeden Fall. Das Schweinefutter füllt, glaube ich, soweit ich mich entsinnen kann, von letztem Let's Play auf der Bergischen, aber alle anderen Komponenten auf. Nur Stroh zum Einstreuen müssen wir uns auf jeden Fall holen. Und wenn wir dann eh zum Händler fahren, dann bringen wir uns natürlich auch noch die passenden Ballen für die Kühe mit. Weil auch die Kühe werden wir uns dann holen. Ich hatte geguckt, ob wir uns einen Tiertransporter holen, aber im Endeffekt ein Tiertransporter, wenn man das umrechnet gegen die Liefergebühr, man macht den Stall ja jetzt nicht voll direkt, sondern halb voll oder viertelsvoll, ist die Liefergebühr günstiger, als wenn wir uns den Tiertransporter geholt hätten. Deswegen habe ich mich da erstmal dagegen entschieden. Den werden wir dann holen, wenn wir die ersten Tiere quasi ja, verkaufen wollen, nicht einkaufen wollen. Weil in dem Moment fangen wir ja an und verdienen mit den Tieren auch Geld. Aber im Moment, denke ich, brauchen wir den eigentlich noch nicht. Jetzt ist halt wichtig, dass wir jetzt erstmal die Schweinchen versorgt bekommen. Und ja, sobald wir endlich dann mal Bodentemperaturen haben, dass wir auch was anderes als Gras aussehen können. Ich habe jetzt ja Weizensaat geholt. Das soll ja auch so das erste sein, weil wir brauchen auch das Stroh unbedingt. Dann werden wir erstmal aussehen. Aber Stroh unbedingt, jetzt fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich eine Ballenpresse? Hatten wir eine Ballenpresse auf dem Hof? Da müssen wir gleich nochmal Ausschau noch halten. Das weiß ich nämlich gerade ehrlicherweise gar nicht, ob wir Ballenpresse haben. Ich glaube, die fehlt uns nämlich auch noch. Ein Ladewagen ist da, aber eine Ballenpresse? Puh. Ja, und auf der Wiese werden wir den ersten Schritt machen für Silo, Grassilage-Silo. Das gibt den ersten Schnitt. Und dann werden wir mal sehen, ob wir uns noch ein Maisfeld dazu kaufen, weil auch Maissilage müssen wir eigentlich haben. Für die Tiere, für die Kühe vor allen Dingen. Mais- und Grassilage. Ja, das sehen wir mal. Alles noch Zukunftsgewäsch. Dann müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. So, aber Ballenpresse. Haltet mal die Augen auf nach einer Ballenpresse. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht, um ehrlich zu sein, ob wir eine Ballenpresse haben. Komischerweise habe ich heute im Stream die ganze Zeit hier Frame Drops. Ich hoffe, dass die in den Videos. Ne, da steht eine Ladewagen. Wir haben keine Ballenpresse. Ich hoffe, dass sie in den Videos nicht zu sehen sind. Wäre natürlich nicht so schön. So, jetzt müssen wir mal Abkippseil. Ach Quatsch. Abkippseite links. Müssen wir erstmal hier das Tor aufmachen. Müssen wir ja irgendwie auch wieder rauskommen. Oh, der passt aber auch hier
Junge, Junge, also größer darf der Traktor nicht sein hier. So, und dann kommt ein Abkippsymbol, jawohl. Und dann kippen wir mal ab. Oh, oh nein, der drückt gegen den Pfeiler. Nein! Okay, aber es ist alles aufgefüllt. Bis auf Stroh. Ja, das heißt, wir müssen jetzt zum Händler und müssen Ballen kaufen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier... Oh, hier oben gibt es noch eine Zwischendecke. So, genau, da kann man Ballen, HD-Ballen oder so einladen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier unfallfrei rauskommen. Und vor allen Dingen, wir haben auf dem Hof hier keinen Silo. Das heißt... Oh, das heißt, wir müssen alles erstmal in Anhängern lagern. Wir müssen uns dann überlegen, wie wir das machen. Da bin ich mir nämlich in der Tat auch noch ziemlich unschlüssig, wie wir das Problem angehen. Ob wir uns ein Silo platzieren hier oder... Puh. Ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich. Denn ehrlich wird am längsten, ne? Du bist ehrlich und unentbehrlich. So. Ja, dann hätten wir das ja schon. Dann sind die Schweine ja jetzt gleich auch schon happy. Bis auf... Ist da oben zu sehen? Achso, die Lüftung von den Schweinen. Bis auf Stroh halt. Stroh, Stroh, Stroh. Das holen wir uns jetzt hier mit dem kleinen 300er. Da tun wir erstmal den Anhänger kurz abkoppeln, damit wir uns den Ballenspieß holen können. Der liegt da. So. Bisschen hoch. Wie kommen wir dann jetzt hier weg? Also platzmäßig ist hier, ja, hier muss man doch ein bisschen Acht geben. Hier ist, ist nicht so... was ist das? Ja, ist ja ein Drehschema, wie das geht. Platzmäßig ist nicht so wie auf dem Hof Klein. Das ist der Name übrigens, den ich in der ersten Folge gesucht habe. Hof Klein hieß nämlich der andere Hof, nicht Hof Werner. Wie komme ich auf Hof Werner? Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Hof Klein, das ist das Zauberwort. Der kleine Hof. Obwohl es eigentlich der größte ist. Naja, was soll's. So, dann fahren wir mal zum Händler. Hier habe ich mittlerweile auch rausgefunden, was die schnellsten Wege zum Händler sind. Das ist definitiv hier einmal quer durch die Walachei. Da ist man am schnellsten da, wo man hin will. Und dann müssen wir gucken, was wir für die Kühe alles benötigen. Ich glaube, Kleesilage, Stroh natürlich auch, Mais-Silage, ich weiß gar nicht, was noch alles. Das werden wir alles direkt dann halt auch mitbringen. Da wird man für die Kühe auch das meiste da haben. Heu. Und da nicht nochmal losdüsen müssen und quasi im nächsten Step dann auch den Kuhstall schon bestücken können. Weil gerade Kühe sind wichtig, dass wir die jetzt schon holen, damit die im zweiten Jahr dann auch Milch geben, weil das ist ja so ein bisschen bei Seasons, dass die immer erst im zweiten Jahr wirklich produktiv werden, die Kühe. Ein bisschen nervig, aber naja, ist halt so. Da bin ich mal gespannt, was in LS22, wie sie das dann da geregelt haben mit den Jahreszeiten. Also Seasons wird es ja nicht mehr, nicht in dem Sinne geben, wie hier die Modifikation, das haben wir ja gesagt. Es wird sich schon irgendwie anders darstellen, es wird Jahreszeiten geben. Ist die Frage, wie tief sie oder wie realistisch sie das Ganze ausbauen.
Ob dann auch die Schafe nur im Frühjahr Wolle geben und die Kühe auch erst nach einem Jahr also, da bin ich echt gespannt. Aber ich denke, News werden uns ja in Kürze erreichen. Die E3 ist ja jetzt gar nicht mehr so lange hin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da werden sie bestimmt noch mal was raushauen. Ja, lassen wir uns überraschen. Wir werden es eh alle nicht ändern oder beeinflussen können. Gut, beeinflussen schon, in Anführungsstrichen, mit Mods. Aber ändern werden wir es definitiv nicht können. Was scheint sich da zusammen gebastelt hat. Aber eigentlich müsste man das eine Jahr Entwicklungszeit mehr, das sollte man schon merken, in meinen Augen. Ja, doch, müsste man eigentlich merken. So. Dann schnabulieren wir jetzt als erstes mal. Weizenstroh. 4 Stück. Genau, so. Dann müssen wir gucken, was wir für die Kühe brauchen. Für die Kühe brauchen wir Maissilage, Grassilage, Heu, also Maissilage, Heu, Kleesilage. Okay, Maissilage, Heu und Kleesilage. Maissilage, Heu und Kleesilage. Rundballenheu nehmen wir mal 2. Kleesilage machen wir mal grün, dass wir wissen, dass das der Klee ist. Nehmen wir mal 2. Maissilage machen wir mal blau. Nehmen wir auch 2. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Gras frisch. Ja. Ja, und dann müssen wir die ganzen Ballen mal hier auf unseren Anhänger packen. Wenn sie denn da drauf passen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wird schon schief gehen, oder wie haben sie gesagt? Also der 300er ist kein guter Frontladerschlepper. Der ist hinten anscheinend so leicht, dass selbst 2 Silageballen hier dann schon an seine Grenzen kriegen. Das ist echt nicht schön. Das muss ich mal ganz so festhalten. Aber dafür haben wir uns ja hier ein Gewicht hingestellt, was wir auch mal hier lassen, damit wir diese Problematik nicht mehr haben. Das wäre halt zum Beispiel auch so eine Idee für den nächsten LS, dass man kostenlose Verladegeräte bei den Händlern bestellen kann. Zum Beispiel. Dass man nicht immer mit einem Frontlader hinfahren muss und auch noch selbst verladen muss. Oder man bekommt die Anhänger fertig verladen hingestellt oder so. Das wäre auch noch. Gäbe schon so die ein oder andere Idee. Aber das sieht gut aus, das kriegen wir alles locker hier drauf. Im Ballenstapeln sind wir ja Profis. Ja, YouTube. Viertelstunde ist schon wieder voll. Geht immer schneller, wie man glaubt.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Wenn nicht, dann halt ein Däumchen nach unten. Dann schreibt aber auf jeden Fall einen Kommentar. Warum, wieso, weshalb? Kommentare sind leider bei mir noch sehr, sehr wenig. Also ich kann mich halt auch nicht wirklich verbessern, wenn ich nicht weiß, was ich besser machen soll. Aber vielleicht ist es ja auch einfach perfekt. Vielleicht gibt es deswegen keine Kommentare. Naja, wie auch immer. Sollte euch das alles zusagen, könnt ihr mich auch gerne live auf Twitch besuchen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.